Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Heute habe ich ein super geiles Video für euch. Wir zocken Doom 3 in der VR Edition auf der PlayStation VR mit dem saugeilen Aim-Controller. Und ich kann euch sagen, es macht so viel Spaß. Vor allem, wenn ihr Doom-Fans seid, ist das ein Must-Have für die PlayStation VR. Und ich kann euch ganz warm diesen Aim-Controller empfehlen. Der macht das Spiel noch geiler. Wenn ihr den nicht habt, unter dem Video findet ihr den Link, der ist super. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodghost VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich habe schon einige Zeit hier gezockt auf meinem englischen Kanal und also wie ihr seht, habe ich hier den Aim-Controller und das ist wirklich saugeil. Also guckt mal hier, das macht natürlich richtig Bock. Wirklich geil. Das Einzige, also ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber hier schwirrt die ganze Zeit dieses Symbol rum für das dieses Touchpad, was wir eigentlich dabei haben. Ich habe wirklich alle Tasten gedrückt und ich habe absolut keine Ahnung, wie man dieses Ding aufruft, wirklich. Deswegen werdet ihr jetzt leider die ganze Zeit dieses Symbol hier sehen. Also ich habe alle Tasten rumprobiert, ich weiß es nicht. Ich kann auch niemanden fragen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das zocke, ist das Spiel noch nicht raus. Ist aber nicht schlimm, wir sehen trotzdem alles. Guck mal, da kommt schon einer. Geil. Das ist richtig cool. Das bockt schon sehr, sehr hart. Gehen wir nochmal runter hier. Saugeil ist das, wirklich. Ja, man kann das auch auf flüssige Drehung stellen übrigens. Also wir müssen nicht auf Snap turn, aber ich mache das lieber. Wow. Wie ging das nochmal? So, genau. Also auf L2 können wir die Taschenlampe an- und ausmachen. Auf L1 können wir hier unsere Fäuste auspacken. So, wir werden jetzt wieder zurückgehen. Einmal über die Marsoberfläche. Doppelfehler, Lagebericht. Ende. Kommandozentrale, hier Team Bravo. Wir haben einen Drohnen und zwei Verbündete. Ende. Kommandozentrale, hier ist Feuerteam 4. Wir sitzen im Alpha-Labor fest. Kacke. Kommandozentrale, hier Feuerteam 2. Wow. Die Systeme in der Subebene sind ausgefallen. Nur Hilfsenergie und Lebenserhaltung warten. Shit. Viele zivile Opfer. Hier herrscht Chaos. Ah, Munition. Kommandozentrale, wir versuchen den Bereich zu sichern. Oh, shit. Scheiße, macht das Bock. Das macht so Bock. Vor allem mit diesem Aim-Controller. Wahnsinn. Toll ist das. Holy shit! Springen, wie geht das? Ah, erstmal nachladen, genau. Ah ja, auf X. Auf X ist springen. Jetzt muss ich mal... Will ich gerade noch mal was versuchen? Vielleicht muss man einfach hier irgendwie an dieses Ding dran klicken oder so. Also wirklich, ich... Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, wie man dieses Ding öffnet. Schade. Das nervt nämlich hier natürlich die ganze Zeit im Bild. Du kannst halt saugenau zielen damit und es macht halt auch richtig Bock, so zu zielen, ne? Ist das geil. Also das macht so richtig viel Bock. Oh! Du Drecksack! Scheiße! Wo geht der hin? Na
Nachladen. Zurück! Wir müssen hier raus! Shit. Das ist so verrückt. Holy shit! Das ist aber auch wirklich so ein Horrorspiel auch noch, ne? So krass. Was war das? Ja, siehst du, jetzt habe ich schon wieder eine Nachricht auf diesem PDA. Und ich habe leider keine Ahnung, wie man den öffnet. Hä? Jetzt geht's. Es gibt überall Probleme. Kommandozentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1. Aus! Shit. Also der speichert auch automatisch hier immer. Super. Geil. So macht's noch mehr Spaß. Ist das cool? Ist das cool mit dem Aim-Controller? Geil. Ah. Wo seid ihr, ihr Säcke? Ah, hier müssen wir hoch. Fuck! Fuck! Wow! Der hat gesessen. Hä? Wow! Lad nach, lad nach! Munition. Mehr Munition. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich so klein dargestellt werde, obwohl ich im Menü die richtige Größe eingestellt habe. Naja. Also hier können wir nicht lang. Oh, Kacke, Mann. Boah, der hat ja nicht lange überlebt, der Kollege. Ja, wir können doch die Waffe auch wechseln. Ja, wie geht das nochmal? Ja, gute Frage, ne? Achso, auf den Seitentasten. Ja. Wow! Fuck! Scheiße, ist das geil. Scheiße! Sorry. Kommandozentrale, es gibt ein Problem in Ebene 1. Das habe ich gesehen, Freund der Südsee. Noch einer ohne Fahrschein hier, oder was? Raus hier! Oh Gott, ich weiß nicht wohin! Nein! Lad nach, lad nach, lad nach!
Wo kommen die eigentlich alle her immer? Ach, hier ist wieder so ein Ding. Ja, weißt du, dafür brauchen wir ja diese PDA-Logs, ne? Schade, ich weiß echt nicht, wie man die aufmacht. Das war klar. Alle Einheiten, hier ist Sergeant Kelly. Wir kennen unseren Gegner nicht. Ich wiederhole, Angreifer, die negativ. Kommt schon noch einer von hinten. Seine Munition, nein? Festigt seine Stellung und bleibt auf Abstand. Sowas von geil gemacht. Wow! Jetzt noch? Ist doch geil, oder? Also ich find's cool. Tja. Ich find's, das macht richtig Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Leute, wir haben jetzt einen Ausschnitt gesehen und ich denke, ich kann euch bestätigen, das ist der Hammer. Trotzdem, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Doom 3 VR Edition, Leute. Ja, braucht man gar nicht lange drüber zu diskutieren, ist absolut geil. Vor allem mit dem Aim-Controller. Jetzt haben wir endlich nochmal einen Grund, den Aim-Controller zu kaufen. Der ist so geil. Wenn ihr den immer noch nicht habt, unter dem Video findet ihr den Link. Da könnt ihr den kaufen. Und wow! Ich bin ja ein großer Fan von Doom. Das kommt ja noch dazu. Gerade von Doom 3. Und weißt du, das war ja sowieso am PC damals schon geil. Aber jetzt wirklich da durch diese Gänge zu gehen und diese Waffe, vor allem mit der Shotgun, fühlt sich das noch echter an, weil die halt genauso groß ist wie der Aim-Controller und kannst dann so leuchten und scheiße, ist das geil. Also, ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Wirklich toll ist das. Ich weiß leider nicht, was es kosten wird, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das zocke, ist es noch nicht draußen. Aber ich werde den Link in die Beschreibung tun, auch zum Aim-Controller, wie gesagt, wenn ihr da dran Interesse habt. Ich finde es super und ja, Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr gebt mir auch einen Daumen nach oben für das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de